Heute fahre ich zum ersten Mal nach Marseille. Das ist mein allererstes Meeting. Moment, setz dich mal so hin wie vorher. Jetzt machen wir ein Foto. Ich treffe auch zum ersten Mal bestimmte Leute, wie Adrien und Cassandra. Wir sind alle wegen derselben Sache hier. Der Rassemblement National als beliebteste Partei bei der Jugend? Das ist wohl zum Teil Jordan zu verdanken. Sie sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Sie kennen einander nicht, aber alle leben sie im ländlichen Departement Saint-Étienne. Früher ein blühender Industriestandort. Du bist sicher die Jüngste beim RNG Loire. Darauf bin ich ganz schön stolz. Toll, dass du mit 16 deinen Mitgliedsausweis geholt hast. Ja, dabei wollte ich mir den schon lange holen. Braucht man da nicht die Erlaubnis der Eltern? Weiß ich nicht. Den habe ich mir mit meiner Bankkarte geholt. Ich habe meinen mit 18 geholt. Sind deine Eltern in der Politik? Nein, die interessiert das nicht. Und gehen sie wählen? Doch, wählen gehen sie schon. Und sind sie eher rechts oder links? Keine Ahnung, wir reden nicht so viel darüber. Meine sind eher rechts. Aber ich kenne auch Linke. Das gehört alles dazu. Genau. Wir kennen uns zwar nicht, aber wir verstehen uns alle gut. Wie Juliette und ich. Wir kennen uns erst seit heute Morgen um 19:30 und haben uns sehr, sehr gut verstanden. Nein. Okay, Adri, das haben heute Morgen alle gleich verstanden. Le Rassemblement national lance sa campagne des européennes. Meeting à Marseille pour Jordan Bardella, très haut dans les sondages, nous indique ce matin le JDD. Die Europawahlen sind sowas wie der Beginn der Präsidentschaftswahlen, wenn wir da einen Sitz gewinnen. Das sind die letzten landesweiten Wahlen vor den Präsidentschaftswahlen. Das wird ein Stimmungsbarometer für Frankreich. Und ein Türöffner, wenn wir bei den Europawahlen einen Sitz gewinnen. Du bist sehr gut gefahren, sei stolz auf dich, selbst wenn ab jetzt was passiert. Siehst du nicht, dass ich hier fahre? Du bist schuld. Hast du keine Augen im Kopf? Jetzt fahr und nerv mich nicht. Sonst steige ich aus. Den bringe ich um. Ganz ruhig. Wisst ihr jetzt, wo das ist oder nicht? Nein, absolut nicht. Wir gehen auf gut Glück. Kann man im Saal vapen? Ich vape da drin schon. Das muss hier sein, bei dem Aufmarsch an Polizei. Schönes Meeting allen. Guten Tag, alles okay? Hier ist aber schon viel los. Hammer, das ist super nett hier. In den letzten 30 Jahren hat die Partei Marine Le Pens Mittel und Wege gefunden, die Jugend anzusprechen. Mit Jordan Bardella trat sie in die Ära TikTok und der sozialen Netzwerke ein. Bei den Europawahlen liegen sie ganz vorn bei jungen Menschen. Wir wollen den 9. Juni zu einem Tag des Stolzes und der Leidenschaft machen. Ihr wisst, ich habe die Absicht, uns zu repräsentieren. Als Kandidat bei den Wahlen am 9. Juni 2024. Jordan sieht gut aus. Ein schöner Mann. Das steigt ihm sicher manchmal zu Kopf. Jordan, mein Leben! Er hat schon viele Groupies. Er ist so eine Art Celebrity, wie ein Topmodel oder wie ein Star.
Dabei ist er einfach nur ein Politiker. Er hat damit eigentlich nichts am Hut. Mich interessiert nicht unbedingt seine Schönheit, sondern eher sein echtes Charisma, das er ausstrahlt. Der strahlt wirklich was aus. Er ist nett, witzig, er hat Humor, wo Politiker ja eigentlich immer eher mürrisch drauf sind. Ah, da ist sie ja. Ich habe mich schon mit Leuten gestritten, schon mehrmals. Sogar in den sozialen Netzwerken, wenn ich die Posts von Jordan Bardella oder Marine kommentiere. Du bist ein Fascho, du hast keine Ahnung, hau doch ab. Das lässt mich kalt, weil ich weiß, dass die Leute keine Ahnung haben. Wie mich die 2 Stunden mitgerissen haben und noch dazu auf Englisch. Ich schwör's. Ich bin stolz, Französin zu sein. Dazu stehe ich. In meiner Klasse weiß das jeder. Ich verstehe nicht, dass die Leute nicht stolz sind, Franzosen zu sein. Ich bin stolz. Wir haben eine schöne Geschichte, haben Kriege gewonnen, Napoleon und all das. Ich verstehe nicht, dass die Leute nicht auch so drauf sind. Und wen wählt deine Mutter? Bei den anstehenden Wahlen weiß sie es nicht. Aber ich denke, von Bardella hält sie nicht so viel. Ja, die stimmt für die Opposition. Wen hättet ihr gewählt? Weiß ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht so. Da habe ich keine Meinung. Und du, wen würdest du wählen? Na, Bardella. Und du? Auch Bardella. Auch wenn ich ihn nicht so gut kenne. Haben Le Pen und Bardella nicht ungefähr dieselben Ansichten? Die gehören doch zur gleichen Partei. Sind die nicht verwandt? Naja, Jordan, also Marine war die Parteichefin von Rassemblement National und Bardella ist ihr Nachfolger. Jetzt ist er Parteichef. Aber sie sind zusammen, sie sind Verbündete, beide in derselben Partei. Was Bardella sagt, ist nicht alles so schlimm. Aber anderes finde ich nicht so toll. Zum Beispiel Häuser für Franzosen. Das finde ich ein bisschen zu unsozial. Aber das ist doch normal. Wir sind hier in Frankreich und da ist es normal, dass die Franzosen zuerst kommen. Danach kann man auch anderen helfen, aber naja, die Franzosen zuerst. Das macht doch mehr Sinn. Das ist ihr Land. Und willst du später was machen? Dich einbringen, wie dort bei den Versammlungen? Ja, in Meetings. Ja, aber nicht nur das. Man hat mir schon mein Kreuz weggerissen, weil ich Christin bin und mich als dreckige Weiße, als dreckige Französin beschimpft. Für mich war das erniedrigend, weil das hier mein Zuhause ist. Ich bin in meinem Land. Und im Grunde ist mein Land christlich. Das ist doch nicht normal, dass ich bei mir zu Hause kein Kreuz tragen kann. Ich meine, ohne Autorität gibt es auch keine Zivilisation. Die Leute brauchen ein Fundament. Bei solchen Phänomenen wie den Gelbwesten sieht man, die sind ganz klar unzufrieden. Da gibt es ein Problem. Und das kommt nicht nur von uns. Das kommt ganz klar auch von denen an der Macht. Meine Kinder sollen später nicht in so einem Land leben. Sie sollen zu Hause sicher sein. Ich will nicht von hier weg müssen, weil es zu gefährlich ist. Ich habe das schon meinen Eltern erzählt, aber noch nichts Konkretes gemacht. Ich habe ihnen grob erzählt, was ich vorhabe, und da waren sie nicht gerade begeistert. Weißt du, wo wir kleben können? Nein, ich kenne mich nicht so gut aus.
Wir finden schon was. Da sind welche. Wir Jugendlichen sind am Zug. Es geht um unsere Zukunft. Wenn wir nicht mitmischen, wer dann? Wir müssen das in die Hand nehmen und andere junge Leute mitreißen. Die Plakate sind schön. Ja, das sind die neuen aus Marseille. Wir müssen sagen, das reicht. Wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und stehen hinter Jordan, Badella und Marine. Wir kleben Plakate für unsere Partei. Am Ende kann nicht jeder unserer Meinung sein. Wenn dir das nicht passt, kannst du das überkleben. Aber wir kommen wieder und überkleben das einfach nochmal. Es ist noch nicht so lange her, da war er der Chef der Jugendorganisation und ist dann an die Parteispitze aufgerückt. Und da weiß er genau, als er jung war, hat er das auch gemacht. So kommt halt jeder mal dran. Hier hängen wir noch ein Plakat von Marine auf, damit man sie nicht vergisst. Das Plakat spricht uns an, weil wir auf dem Land leben. Und es ist ein ganz anderes Leben als das unserer Pariser Regierung. Die sollten mal etwas öfter aufs Land kommen, damit sie die Wirklichkeit vor Ort sehen. Die sind ein bisschen arg weit weg vom echten Leben. Wir fühlen uns von der politischen Klasse etwas übergangen. Jetzt redet jeder von uns, von den Landwirten, wegen der Krise. Aber es gab uns ja schon vorher. Wir sind ja nicht erst im Januar aufgetaucht. Kommt, kommt, kommt! Jordan versucht immer, uns zu unterstützen. Er stand immer auf der Seite der Landwirte. Er hat nicht für die Freihandelsabkommen gestimmt, die uns jeden Tag langsam, aber sicher töten. Und deshalb setzen wir große Hoffnungen auf ihn. Wir sagen nicht, dass wir den ganzen freien Handel unterbinden wollen, alles verbieten und nur in Frankreich anbauen wollen. Aber wir müssen kontrollieren können, was wir exportieren und importieren, und zwar unter bestimmten Bedingungen. Wenn man sieht, dass sie nun auch freien Handel mit der Ukraine treiben, man kann nicht willkürlich ukrainischen Weizen importieren. Was ist mit unseren Getreidebauern? Wohin mit deren Weizen? Wie Tom stimmen in Frankreich viele auf dem Land für den Rassemblement National. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat die Partei doppelt so viele Landgemeinden erobert wie die des Präsidenten der Republik. Hier sind wir im Zentrum von Chalain, meinem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Es hat ungefähr 730 Einwohner. Man weiß nicht, ob der Bürgermeister noch mal antritt. Wir wissen nicht, ob es einen Nachfolger gibt. Wenn es wirklich niemanden gibt, der sich aufstellen lassen möchte, dann stelle ich mich 2026 vielleicht auf. Das war mal die Bar von Chalain-le-Comtal. Das war sowas wie der Treffpunkt der Leute hier am Wochenende. Aber vor 10 Jahren haben sie das verkauft und zu Wohnungen umgebaut. Unser Hauptziel? Wieder eine Bar eröffnen oder einen Lebensmittelladen, wo die Leute sich am Freitagabend treffen können. Hauptsache, ich kann meinem Dorf helfen, zu wachsen und attraktiv zu bleiben. Wir sind schon stolz, dass mal ein Abgeordneter nach Chalain kommt. Vielleicht kommen Leute aus dem Dorf und hören sich an, was er zu sagen hat. Das zeigt auch, die Partei ist nicht abgehoben und geht sogar in kleine Dörfer mit 700 Einwohnern. Wir hoffen, dass er über Europa spricht, über die Landwirte und die anstehenden Herausforderungen nach den Europawahlen. Denn was passiert danach?
Also haben wir das dir zu verdanken? Ja, schon mir. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob wir den Saal haben können, und er hat ihn uns gratis zur Verfügung gestellt. Du schneidest Scheiben für Städter. Schneide mal richtige Scheiben. Aber für Jordan wäre das zu klein gewesen. Zum ersten Mal kommt eine einzelne Partei in den Umfragen auf über 30%. Das gab es noch nie. Da kann man schon mal applaudieren. Aber Achtung, das sind nur Wahlabsichten. Und die Wahl wird nicht schon im Vorfeld entschieden. Deshalb haben wir Sie heute hier eingeladen, um Sie zu bitten, dass Sie Ihre Familie mobilisieren, Ihr Umfeld, damit diese Wahlabsichten am 9. Juni zu echten Stimmen werden. Mit einem Stimmzettel für Jordan Bardella in der Urne. Man bemerkt in den Städten immer mehr Gewalt und Unsicherheit. Zurzeit sind wir noch einigermaßen davor geschützt. Aber uns ist klar, wenn wir mehr Migranten aufnehmen, wird man sie auch hier bei uns, auf dem Land, unterbringen. Und das macht uns Angst, weil wir nicht wollen, dass die Ruhe in unseren Dörfern am Ende noch der Unsicherheit weicht. Also würdest du gerne das Rathaus erobern? Ja, würde ich gerne. Ein sehr schöner Plan. Oben auf der Liste oder als Beigeordneter. Wie alt bist du? 21. Das ist aber jung. Wir brauchen Leute, die mit dir gehen, einen Plan haben. Unser Plan ist, wir haben keine Läden. Neue Läden im Zentrum. Seht euch Jordan an. Er hat früh angefangen und jetzt liegt er bei den Europawahlen an der Spitze. Bei dem hieß es immer, was für ein Grünschnabel. Er ist zu jung, hat keine Substanz, kein Format. Und jetzt ist er der Favorit. Jugend ist kein Handicap. Wenn man was im Kopf hat, ist das von Vorteil. Das versuche ich. Auf dem Land muss man ein aufrechter Bürger sein. Du hast noch andere Karten dort. Schau mal. Hinter dir Pumba. Der Pumba, ja, bei der Hector. Wir sind bald seit 3 Jahren ganz alleine. Ich ein wenig länger, weil ich mich zu Beginn meiner Schwangerschaft vom Vater getrennt habe. Ich arbeite und studiere nebenher. Erstes Jahr Jura-Diplom für das Bewerbungsverfahren der Justizgeschäftsstellen zur Justizangestellten. Ja, ich beiße mich durch. Es ist nicht einfach, als Mama alles ganz alleine zu stemmen. Schon die Miete und die Kinderbetreuung kosten 1.000 Euro. Noch dazu Strom, Wasser, Telefon, Internet. Da komme ich pro Monat auf 2.000 Euro Ausgaben. Bei welchem Gehalt? 1.400. Ich bin jeden Monat im Minus. Ich stimme für den RN, weil mir so einiges aufgefallen ist. Es gab viel soziale Ungleichheit, viel Ungerechtigkeit. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich finde es nicht normal, dass man arbeiten geht, stolz darauf ist, arbeiten zu gehen, einen Job hat, um seine Familie zu ernähren und am Ende nicht davon leben kann. Jetzt mit der Einwanderung all derer, die hierher kommen und unverfroren sagen, wir kommen wegen der Sozialversicherung und der Hilfen. Sie bleiben absichtlich zu Hause, weil sie alles haben und denken, das sei umsonst. Aber so ist es nicht. Das ist nicht umsonst. Wir alle zahlen das jeden Monat von unserem Gehalt. Das kann ich nicht akzeptieren. Hopp, Füße drunter. Nicht nass werden, Liebling. Es wird schwer, gleichzeitig den Regenschirm zu halten und die Flyer.
Danke. Juliette und Pierre, ihr habt noch keine Flyer verteilt? Nein. Gut, es ist so. Beim Rassemblement National sind wir nett. Die Leute nehmen welche, nehmen keine. Das ist ihr Recht, das ist Demokratie. Wenn sie mit unangenehmen Ansichten kommen, nicht reagieren. Wir sagen, schönen Tag noch. Wir haben beim Rassemblement National ein nettes Image. Und höflich. Lange vorbei sind die Jahre, in denen Jean-Marie Le Pen auf Provokation setzte. Aber die Haltung der Partei zur Einwanderung und zur Sicherheit ist unverändert. Was sagst du den Leuten, wenn du ihnen den Flyer gibst? Ich sage, guten Tag, das ist für die Europawahlen am 9. Juni. Kannst du nicht reden und ich verteile die Flyer? Der Rassemblement National strebt nach Ansehen. Mit Jordan Bardella will man die Partei entdämonisieren. Ich habe nicht immer für den RN gestimmt. Früher war ich offen gesagt dagegen. Ich war überhaupt nicht für Marine. Guten Tag, Madame, für die Wahlen am 9. Juni. Dem Front National wäre ich nicht beigetreten. Die Aussagen waren mir viel zu extrem. Teils waren sie schon richtig, aber so konnte man das nicht sagen. Das musste man milder und auch sanfter ausdrücken. Guten Tag, Madame, für die Wahlen am 9. Juni. Guten Tag für die Europawahlen. Ah, die Rassisten. Ich bin Einwanderer, ich bin Araber. Na und? Das ist doch nicht schlimm. In erster Linie sind Sie Franzose. Nein, nein, ich bin kein Franzose, ich bin Einwanderer. Haben Sie keinen französischen Pass? Guten Tag, Monsieur, für die Europawahlen. Ah, den kenne ich. Der ist Italiener, der ist kein Franzose. Der ist Franzose, wie alle anderen auch. Er hat gemeint, er ist Italiener, er hält sich für einen Franzosen. Und was bist du? Hältst du dich nicht für einen Franzosen? Also danke und tschüss. Sind die blöd oder was? Da gehört es hin. Gegen Le Pen, die Millionärin. Helfen Sie mal bitte. Der Rassismus spaltet die Arbeiter. Ihr spielt das Spiel der Millionäre. Le Pen ist Millionärin. Warum sollten wir uns verstecken? Die Macron-Anhänger, die von der linksradikalen La France Insoumise, verstecken sich auch nicht. Denen ist es auch nicht peinlich. Wir schlagen niemanden, wir respektieren andere Meinungen. Die Linken zeigen doch am wenigsten Respekt. Guten Tag für die Europawahlen am 9. Juni. Schönen Tag noch. Für die Europawahlen am 9. Juni. Jordan Bardella. Schönen Tag. Ich fühle mich als Patriot. Ich fühle mich als Franzose. Und es ist schon verletzend, wenn die Leute uns als Faschisten bezeichnen. Das sind wir echt nicht. Und was einige von uns denken, ist traurig. Ich fühle mich absolut nicht als Rassist oder Faschist. Das ist für Jordan Bardella. Ah nein, oh lala, sicher nicht. Sie sind frei, jedem seine Meinung. Aber wenn der etwas mehr Lebenserfahrung hat und seine Nase mal in ein Geschichtsbuch stecken würde, wenn er die DNA seiner Partei ausmachen würde. Er spricht von Patrioten. Aber wenn die Gründer seiner Bewegung einen Patrioten sahen, haben sie ihm bestenfalls in den Rücken geschossen oder ihn der SS ausgeliefert. Das ist seine Partei. Die sagen, er wird alle Probleme lösen, weil er sich gut verkauft. Er ist 1,90 Meter groß, hübsche Krawatte, etwas gegelt. Ihm fehlt nur noch das Bärtchen. Guten Tag, Madame, für die Europawahl. Das ist oft das einzige Argument gegen uns. Wir sind nicht mehr der Front National, sondern der Rassemblement National, die beliebteste Partei Frankreichs bei jungen Leuten. Wir haben nichts mehr zu tun mit den Ansichten der 90er Jahre. Aber keine politische Partei hat heute noch die gleichen Ansichten wie vor 40 Jahren. Jeder entwickelt sich doch weiter. Ich war nie bei dieser Partei. Ich habe keine Argumente dazu, was der Front National mal war. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Wollen Sie nicht einen? Oui,
Hier, j'ai décroché une note. T'as chopé une là? Décroché. Ah, une grosse. Also am 7. Juni hast du Geburtstag. Das begießen wir am 8. Juni. Was hast du am 9. Juni vor? Nichts Besonderes. Dann gehe ich mit dir zum Rathaus. Zum Rathaus von wo? Was machen? Wählen gehen. Für die Europawahlen. Wen wählst du denn am 9. Juni? Mit meinem Ausweis sicher nicht die Grünen. Der große Vorteil von Jordan Bardella ist, dass er Jordan Bardella heißt und nicht Jordan Le Pen oder Maréchal Le Pen. Er spricht am meisten von der Unsicherheit in Europa, in meiner Gemeinde, in Frankreich. Und die Einwanderung? Von wem oder was hängt die ab? Wenn man 10.000 Afghanen in ein Boot setzt, dann nein. Einwanderung von Ingenieuren aus den Staaten? Ja. Wenn wir morgen mit Russland im Krieg liegen, dann hätte ich auch gerne, dass die USA uns aufnehmen. Genau. Oder sonst wer. Extreme sind niemals gut. Also hörst du rechtsextrem und denkst Adolf. Nein, du spinnst doch. Nimm das sofort zurück. Das ist doch nur zum Spaß unter uns. Ich vergleiche Bardella doch nicht mit dem anderen Spinner. Jedenfalls waren wir immer ähnlich und unterschiedlich. Aber wenn ich zu dir sage, ich kann dich nicht ab, da ist doch was Wahres dran. Ich arbeite in einer Fabrik, die Fertigbauteile montiert. Ich arbeite von 5 bis 13 Uhr oder von 13 bis 21 Uhr. Ich bin der typische Franzose. Ich zahle einen Kredit ab, ich bin allein. Ich habe ein mittleres Gehalt, aber bekomme keine Hilfe. Also kann ich es mir nicht leisten, jedes Wochenende auszugehen. Ich achte auf all meine Ausgaben. Ich gehe einkaufen, weil das das Wichtigste ist. Das muss gemacht werden, da habe ich keine Wahl. Klar, das Leben bei meinen Eltern war anders, da hatte ich noch einiges über. Da war so viel Taschengeld. Aber wenn ich am Jahresende meine Steuern zahlen soll, muss ich alles kalkulieren. Wenn ich am Monatsende nichts übrig habe, weil ich noch einkaufen muss oder noch was bezahlen muss, gehe ich halt nicht mehr aus. Bestenfalls unternehmen wir was Kleines, gehen in ein preiswertes Restaurant. Obwohl, im Restaurant war ich schon länger nicht mehr. Es war 5:30, 6 Uhr morgens. Wir kamen aus dem Club. Ich war mit einem Freund unterwegs. Wir hörten ein Geräusch, eine zerbrechende Flasche und Schreie. Da waren drei Typen, die auf einen meiner Kollegen eingeschlagen haben. Wir sind dahin und haben sie zurückgedrängt. Ich weiß noch, ich habe ihm gesagt, nicht prügeln. Dann kamen innerhalb von 30, 40 Sekunden 15 weitere Typen aus allen Richtungen. Ich lag am Boden und kriegte Schläge ab. Ich konnte aufstehen und dachte, sie sind zwar in Überzahl, aber jetzt muss ich mich wehren.
Und da zog einer eine Waffe und machte uns klar, dass er uns alle fertig macht. In der Panik hätte ich anfangen können zu heulen, zu flehen. Aber nein, er stand vor mir, da habe ich ihm eine verpasst. Die Waffe flog weg. Ich sagte zu meinen Freunden, hauen wir ab. Wir sind zum Auto und ab ins Krankenhaus. Das waren südländische Typen. Ich will hier nichts vermischen. Das habe ich damals gemacht, weil man am nächsten oder übernächsten Morgen schwarz sieht und denkt, die sind alle gleich. Man muss etwas Abstand nehmen und sagen, nein, sie sind nicht alle gleich. Aber die Gruppe, die uns angegriffen hat, das waren nun mal Araber. Denke ich zumindest. Dieses Erlebnis hat mich verdammt wütend gemacht. Und ich habe mir so einige Fragen gestellt. Wie steht es heute um die Sicherheit in Frankreich? Unter anderem wegen dieses Erlebnisses wähle ich Bardella. Weil ich hoffe, dass er und der Rassemblement National da was ändern. Eine riesige Faschoversammlung. Liebe Freunde, hier ist Marseille, aber hier ist auch Frankreich. Meine Freunde, ihr habt mit eurer Stimme am kommenden 9. Juni die Macht für den Neubeginn, die Macht für den Wandel und, wenn ihr das so wollt, die Macht für das Wiedererstarken. Zu dieser Stunde voller Ungewissheit blickt eine Jugend noch immer auf Frankreich, auf der Suche nach Halt und Idealen. Eine Jugend, die aufbauen will und nicht zerstören. Auf den Tag genau vor 5 Jahren tauchte ich als junger, unbekannter Aktivist ein ins große Bad der Politik. Immer wenn ich das Wort ergriff, tat ich es in eurem und nur in eurem Namen. Ich habe zuallererst für die ganz normalen Menschen gekämpft. Für die Millionen Franzosen, die jeden Tag die Schwierigkeiten des Alltags mutig und mit Anstand angehen. Für sie, die Säulen des Hauses Frankreich. Am 9. Juni kehrt Frankreich mit uns zurück. Europa lebt wieder auf. Es lebe die Republik. Es lebe Frankreich. Alles okay. Es geht uns gut. Wirklich nicht schlecht. Wir wollten auch Marine, aber gut, nächstes Mal. Ich schicke es dir, meine Süße. Das ist das Schönste. Auf den anderen kippe ich gerade um. Mein Baby mit einer Frankreich-Flagge. Nach dem einen aus der Gesangsshow krallt sich jetzt Jordan alle Mädels aus der Region. Wie kommt das? Die hübschen Jungs nerven langsam. Und dann gibt's uns. Wir stehen im Regen. Weißt du, man kann noch so schön sein, aber wenn man Scheiße redet, bringt das auch nichts. Sie haben gut über die Landwirte gesprochen, das war wichtig. Sie haben gut über die Landwirte gesprochen, aber meiner Ansicht nach nicht genug über die Unsicherheit. Wir warten gespannt auf den 9. Juni. Wir sagen ständig, jede Woche auf den Märkten, geht am 9. Juni wählen. Nur ein Wahlgang am 9. Juni.
Ich weiß genau, für wen ich stimme. Und ich weiß, wenn ich mein Kreuz setze, werde ich nicht zögern. Und ich hoffe, viele meiner Mitbürger auch nicht. Und dass sie die richtige Wahl treffen werden.